Hi Leute, heute geht es darum, warum du nicht hart arbeiten solltest. Dass dich harte Arbeiten nirgends hinbringt und total hirnrissig ist. Harte Arbeit ist totaler Schmarrn. Und wer hat es noch nicht in seinem Leben gehört, er muss hart arbeiten? Und wer hat nicht diesen Glaubenssatz, dass er hart arbeiten muss, um was zu erreichen, um was zu werden, um was zu schaffen? Das ist ein absolut falscher Glaubenssatz. Ich verstehe, wenn Leute das denken, man hat es, ich habe es selbst mein Leben lang gehört und bekomme es immer wieder mit, muss hart arbeiten. Aber ob du hart arbeitest, ob du angestrengt bist bei deiner Arbeit, ändert nichts, rein gar nichts am Ergebnis. Stell dir zum Beispiel mal vor, dein Lieblingsverein, wofür dein Herz schlägt, organisiert ein Fest, organisiert ein Riesenfeier. Und du hilfst da und du baust da gern auf, du quatschst mit jedem, der da kommt und machst da einen Haufen Arbeit. Und du genießt es. Weil deine Einstellung dazu stimmt. Wenn du aber auf deine Arbeit oft gehst, denkst du, oh, ich muss jetzt arbeiten, ich muss. Und wenn schon das kommt, dieses Ich muss, dann können die meisten Menschen nicht mehr mit einer fröhlichen, genussvollen Herangehensweise an die Sache gehen. Und das ist genau der Punkt. Sobald du was musst, genießt du es nicht mehr. Im Prinzip musst du auch nichts. Es steht keiner mit einer Pistole früh da und zwingt dich auf deine Arbeit. Anderer Punkt. Aber egal was du machst, wenn du die richtige Einstellung dazu findest, dann kannst du es genießen und es ändert nichts am Ergebnis. Ob du dabei jetzt hart gearbeitet hast und dich mega angestrengt hast und das Ganze nicht einfach locker und leicht gemacht hast, wie wenn du es sonst machst, aus Freude, es ändert nichts am Ergebnis. Aber alles an deiner Erfahrung. Deine Erfahrung ist eine komplett andere. Und dein Leben ist komplett anders, wenn du die richtige Einstellung dazu hast. Du, egal was du machst im Äußeren, wenn deine Einstellung dazu stimmt, dann kannst du alles genießen. Und es liegt nicht am Job. Aber ich habe so einen stressigen Job. Es ist unmöglich. Jeder hat heutzutage einen stressigen Job und Stress. Es kommt jeder, sei es jemand, der einen Halbtagsjob hat, sei es jemand, sei es eine Hausfrau, sei es ein Banker, jeder hat Stress. Ich kenne keinen, der mir nicht erzählt, dass er keinen Stress hat und unglaublich viel machen muss und beschäftigt ist. Es kommt nur auf deine Einstellung drauf an, wie du was machst. Und wenn deine Einstellung richtig ist zur ganzen Sache, wenn du dich dementsprechend machst, dass du alles aus Freude erfährst, dann ist es egal, was du machst. Wenn du dich gerade freust, wenn du in Freude bist, dann ist es egal, was du gerade machst. Wenn du gerade in absoluter Freude bist und ein Auto gewonnen hast, dann gehst du mit Freude auf die Arbeit. Der Tag geht rum wie nichts. So, wenn du die Freude aber in dir selbst erzeugst und nicht durch hier externe Mittel stimulieren musst, dann kannst du alles genießen, jeden Moment, egal was du machst. Und wenn du gut gelaunt bist, dann ist auch egal, was dein Weg kreuzt. Du kennst es doch bestimmt, wenn du gut drauf bist, dann
da kann auch mal der Chef dir dumm kommen, du grinst einfach nur und lässt ihn reden. Völlig egal, wenn du schlecht drauf bist, dann reizt dich die kleinste Sache. Die kleinste Sache bringt dich dann außer der Reihe, bringt dich aus deiner Rolle. Und das ist der Punkt. Du musst nicht hart arbeiten. Du musst in Freude arbeiten, du musst deine Arbeit genießen. Darum geht's. Und das schafft man mit ganz einfachen Techniken, ganz einfachen Meditationen, die man in den Alltag integrieren kann. Und dann kann man jeden Moment genießen, jeden Moment achtsamer werden. Und das wünsche ich jedem, das wünsche ich dir. Und mir. Und das war's aber auch heute schon. Ansonsten mach's gut und viel Spaß auf der Arbeit. Ciao.